Hallo ihr Lieben, ich habe hier eine Buchung vor mir. Es geht um eine Gefühlslegung. Meine Kundin möchte gerne wissen, wie die Gefühle des Herzensmanns sind, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, meine Liebe, schauen wir uns gleich mal eure gemeinsame Energie an. Ja, und eure gemeinsame Energie ist eher sehr zwiespältig, ja, also ihr merkt beide, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, der Fuchs bedeutet Zwiespalt, dass etwas nicht wahrgenommen wird, dass etwas so nicht in Ordnung ist. Ja, also ihr merkt schon, dass da irgendetwas ist, aber ihr könnt es beide irgendwie nicht so recht zuordnen. Ja, schauen wir uns jetzt seine Gefühle an. Unter O, da haben wir den Brief. Der Brief bedeutet als Eigenschaft Oberflächlichkeit. Ja? Seine Gefühle dir gegenüber sind eher oberflächlich. Ja? Also da lässt er sich auch nicht so recht in die Karten schauen quasi. Aber gefühlsmäßig möchte er schon die Kommunikation. Ja? Aber die Gefühle sind hier eher oberflächlich. Schauen wir uns jetzt deine Gefühle an. Ja, und deine Gefühle sind hier von Kummer geprägt. Ja? Die Vögel bedeuten Sorgen, Kummer, Traurigkeit. Ja? Also irgendetwas merkst du ja auch, dass hier etwas nicht richtig ist. Ja? Und das bringt dir sehr, sehr viel Kummer. Und irgendwie hast du auch recht, ja? Weil eure gemeinsame Energie, hat man ja schon gesehen, ist hier sehr zwiespältig. Ja? Ihr merkt beide, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und du hier auch mit dem Kummer im Bereich der Gefühlswelt sagt mir, dass dich dieses Hin und Her, ja, das Nicht-Wissen, was da los ist, ja, dass dir das sehr, sehr viel Kummer bringt. Dann schauen wir uns seine Gedanken dir gegenüber an, wie er über dich denkt. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Er denkt über dich, dass du für ihn wie ein Geschenk bist. Ja, also er denkt hier schon sehr positiv über dich, ja, aber auch die Gefühle sind hier eher oberflächlich. Aber nichtsdestotrotz denkt er, dass du einfach in sein Leben kommen musstest und dass er das als Geschenk auch empfindet, ja. Also er freut sich, dass du in seinem Leben bist und das ist für ihn einfach hier ein Geschenk. Schauen wir uns an, wie du über ihn denkst. Ja, und du denkst über ihn, dass er verlustängstlich ist, dass es da Ängste seinerseits gibt, die du vielleicht nicht so ganz zuordnen kannst. Ja, da spricht ja hier wieder der Zwiespalt. Er gibt sich dir gegenüber sehr oberflächlich, sieht dich aber trotzdem als Geschenk in seinem Leben und du hast aber irgendwie das Gefühl, dass in ihm hier irgendetwas nagt. Man sieht ja, die Mäuse nagen hier an diesem Leib Brot, ja, und irgendetwas nagt an ihm. Das merkst du auch und da hast du vielleicht auch nicht ganz Unrecht, ja, weil ja eure gemeinsame Energie hier der Zwiespalt ist. Schauen wir uns dann an, was er sich von dir konkret wünscht. Ja, er wünscht sich von dir mit dem Mond die Anerkennung, ja, ganz klar. Der Mond bedeutet Anerkennung, das heißt für mich, er wünscht sich, dass du mehr auf ihn zugehst, ja, dass du ihm die Anerkennung gibst, dass du ihm sagst, wie gern du ihn hast, ja, also hier spricht die Karte wirklich für sich, dass du hier aktiv werden solltest, weil er sich das einfach auch von dir wünscht. Das wünschst du dir von ihm? Ja, du wünschst dir hier mit dem Buch, das ist hier verschlossen, dass es sich öffnet, ja? Dieses Buch hier auf dieser Karte ist verschlossen. Das heißt, er verschließt sich hier auch ein Stück weit und du wünschst dir einfach mehr Offenheit von ihm, ja? Auch das ist natürlich klar, dass du dir das wünschst. Dann kannst du vielleicht recht haben mit der Verlustangst, dass er sich hier deswegen auch verschließt, ja? Und er wiederum wartet hier auf Anerkennung von dir. Also das sind wieder der Zwiespalt zwischen euch, ja? Du denkst, wie gesagt, dass er verlustängstlich ist, dass er sich verschließt und er wünscht sich hier wieder, dass du auf ihn zugehst. Ja? Also das sind wieder zwei komplett unterschiedliche Ansichten. Ja? Und da passt wieder konkret hier die allgemeine Aussage, die allgemeine Energie zwischen euch. Das möchte er aktuell nicht.
Und hier mit dem Kreuz, das bedeutet Lernaufgaben, aber auch schicksalhafte Belastungen. Er ist anscheinend jetzt in Situationen, die ihm gar nicht so richtig schmecken, ja, und die möchte er jetzt einfach nicht. Das ist auch eine karmische Lernaufgabe, ja, also ihr seid hier definitiv karmisch miteinander verbunden. Er möchte jetzt quasi vor diesen Lernaufgaben nicht gestellt werden, ja. Also hier auch eine eindeutige Botschaft, dass ihr karmisch verbunden seid. Das möchtest du aktuell nicht. Und mit den Störchen haben wir hier die Veränderung, ja. Also auf der einen Seite möchtest du schon, so wie ich es rausbekommen habe bei der Mail, hier eine Klarheit, eine Veränderung, ja, aber auf der anderen Seite möchtest du es nicht, ja, weil es hier einfach darum geht, vielleicht selbst auch aktiv zu werden. Was ich so mitbekommen habe, gibt es hier noch einen aktuellen Partner, ja, und dass du einfach hier auch die Trennung von deinem Partner nicht möchtest, ja, aber hier zeigt es mir eindeutig, er möchte hier vor diesen Lernaufgaben aktuell nicht gestellt werden und du möchtest hier irgendwie auch eine Veränderung nicht. Ja? Das ist jetzt wieder so der Zwiespalt zwischen euch beiden. Dann schauen wir uns an, wie er über die Bindung zu dir denkt. Oh, und da haben wir das Herz. Er denkt, dass hier Liebe sein kann, ja? Dass einfach ihr beide sehr stark miteinander verbunden seid und er denkt auch, dass daraus auch Liebe entstehen kann, wenn sie aktuell zwar, vielleicht da ist eine Verliebtheit, ja, aber vielleicht noch zu wenig, aber definitiv denkt er, dass hier auch Liebe im Spiel sein kann. Schauen wir uns jetzt an, wie du über die Beziehung denkst. Ja, und du denkst, dass es hier blockiert ist. Der Berg bedeutet Blockaden und da hast du auch recht, ja. Ihr beide steht irgendwie gegensätzlich zueinander, ja. Du denkst einfach, dass die Bindung momentan, so wie sie jetzt zwischen euch ist, sehr, sehr stark blockiert ist. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Karten anschauen, das sind wieder komplette Gegensätzlichkeiten, ja. Er denkt an die Liebe in dieser Beziehung und du denkst an die Blockaden, ja. Wieder hier der Zwiespalt, also es ist gigantisch, wie die Karten hier wirklich miteinander sprechen quasi. Dann schauen wir uns noch seinen nächsten Entwicklungsschritt an. Ja, und er wird hier harmonischer werden. Ja, er wird hier auf dich zugehen, harmonischer wird das Ganze mit ihm werden. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner Entwicklungsschritt, auf den du dich auch freuen kannst. Schauen wir uns deinen nächsten Entwicklungsschritt an. Ja, und du wirst dich ein Stück weit nicht greifbar geben. Warum auch immer, sei es aus Angst, weil du ja doch noch eine Beziehung hast, ja, aber die Fische bedeuten auch Nichtgreifbarkeit. Du wirst dann dich ihm nicht gleich so offenbaren oder wirst dich auch ein Stück weit distanzieren, ja, da müsste man wirklich schauen, tiefgründiger schauen, warum das bei dir so ist, ja, ich denke, das sind auch innere Blockaden. Und dann schauen wir uns jetzt noch an das Endergebnis zwischen euch beide. Ja, und da wird es zu Verwicklungen kommen. Es wird zu Verwicklungen kommen, weil hier einfach die Gegensätzlichkeiten sind, ja. Wird zwar nicht leicht werden, ja, aber ich denke auch, von seiner Seite aus sieht man klar, er möchte die Anerkennung, er denkt an die Liebe und bei dir sind eher so hier die Blockaden und die Nichtgreifbarkeit von deiner Seite. Und das führt hier dann auch zu Verwicklungen, ja. Also müsstest du in dich gehen und überlegen, warum das bei dir so ist. Ja, das kann ich hier anhand dieser Gefühlslegung nicht sagen, ja, aber Gefühle sind auf jeden Fall von seiner Seite innerlich da, obwohl er hier wirklich auch sich oberflächlich gibt. Ja, aber ganz tief im Inneren sind Gefühle da. Was mich ein bisschen zu denken gibt, ist einfach, dass du hier dich dann nicht greifbar gibst, ja, und dass es dazu zu Verwicklungen kommt. Da musst du wirklich in dich gehen, warum das so ist, ja. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Gefühlslegung helfen. Ich wünsche dir alles Liebe und wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. Tschüss!